Guten Morgen, Donnerstag ist es heute. Wir schauen mal, was der Tag so bringt. Erstmal hier. Haben wir eine neue Fraktionsvorsitzende. Kennen wir ja? Ja, die Nadel ist. Ja, SPD schimpft über die CDU und ab morgen kriegen sie in die Alles. Fresse. Kinderstube, ihr doch egal. Eieiei. Mach ich gleich. Oh, Achtung, Werbeblock. 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 Wenn jeder kommt, kann er gerne lesen. Genau, grenzenlos günstig. Das kann nur der Werbeblock. Ja, schnell weg zum nächsten. Was ist denn nur der andere Laden? Gut, Müllsammeln beendet. Eimer ist voll. Wie immer. Zu draußen einmal am Tag machen. Immer voll. So, fangen wir nochmal an. Es ist Umwerfer ist das Problem. Der sah jetzt wunderschön aus, aber er ist gebrochen. Und zwar hier. Dort ist er gebrochen. Das muss getauscht werden. Also abbauen und tauschen. Jo, AXA, Rücklicht. Wieder mal gleiche Problem, gleiche Modell. Nur anders genannt. AXA Spark. Die kann man wenigstens zerlegen und wieder einklippen. Das ist der einzige Unterschied. Ansonsten das gleiche. Die Kontakte hier hinten verbiegen sich. Die muss man wieder nachbiegen. Also muss man halt auseinandernehmen, abbauen, nachbiegen, wenn es Kontakt hat. Funktioniert es auch wieder. Moin. Hi. Moin. Bleiben wir mal kurz eure Pumpe, ja? Ja. Der Carsten hat das mitgebracht. Zur Erinnerung an die heilige Taufe, ein Taufkärtchen. Die waren immer schön hergemacht. Mit einem Bibelvers. Gewidmet am Tauftage als treues Andenken. Geboren am 30. September 1910. Getauft am 27. November 1910. Was hat man denn aufbewahrt? Arbeit. Nö, guck mir nur was an. Also. Heute hast du? Was sei es. Letztens habe ich einen voll geilen Vorbau für 5 Euro gekriegt. Das ist ein 4K-Drucker. So. Okay. Den hatte ich schon mal an meinem Fully, das mir geklaut wurde. Da habe ich, glaube ich, für Vorbau und einen passenden Lenker. Die Lenker war so ein Downhill-Lenker, weißt du, wenn ja. Du um 40 Grad drüber hast, dann sind die zwei so aufgeschweißt und dann noch oben so Querrohr. Ja. Habe ich miteinander, glaube ich, 90 Euro oder was gezahlt. Jetzt habe ich den Vorbau für 5 Euro gekriegt. Da muss ich nur schwarz lackieren. Amöba wahrscheinlich. Ja, da war so ein Nashorn drauf. Amöba. Ja. Die bin ich auch mal gefahren. Voll geiles Gerät. Ja, ja, ich fahre die immer gerne. Das Gemeinste war, da war mein Fully, hatte ich das letzte alte Teil endlich ausgewechselt, die Kurbel. Ne? Hatte ich die alten XT, die massiven, hatte ich getauscht gegen die Holotech. Ja, ja. Ein halbes Jahr später ja. Musste ich kurz mal in den Knast und dann war mein Bike weg. Da musste ich kurz mal in den Knast. Scheiße. Ja. Das war so ein Ghost Fully, so ein FSP, eins vom ersten, ne, eingelenker. Aber da war ich voll zufrieden mit, hey, das war voll die geile Maschine. Aber mit dem bin ich eigentlich auch zufrieden soweit. Hey. Die sind ja schön leicht, ne? Also der Rahmen, wie er nackig war, da hast du gedacht, du musst ihn festbinden, dass er nicht ja, wegfliegt. Ja, das ne? ist echt die Kabel, die und kaum baust du irgendwas dran, hey, ne? Und vor allem die Gabel, die reißt halt aus. Da, wenn sie nicht ja, gleich eine SID nimmst, dann ist es schon sehr schwer. Genau. Aber eine SID kostet. Ja. Habt ihr eine Waage hier, wo man das Bike biegen kann? Nee.
glaube, ich hole mir mal so eine Federwaage, weißt du, so mit Haken. Ja, oder so eine Kofferwaage musst du nehmen. Oder sowas, ja. Die kosten ja gar nicht viel, 10er oder was hier bei den Fidschis oder so. Die Chinesen gibt es ja nicht mehr. Muss ich mal gucken. Oh, jetzt klingelt das auch noch. Die Regierung. Bin gleich da. Dankeschön. Okay, muss weiter. Freundin bringen wieder. Geht schnell. Naja, wenn die Regierung anruft, muss man los. Na, Regierung nicht ganz. Ist ja nur meine Mitbewohnerin eigentlich. Naja, Mitbewohnerin, Freundin. Ja, aber es reicht, dass wir einer auf die Eier gehen kann. Die Frau in der Nähe? Ja. Handy, oh, ja, irgendwann schmeiß ich's an die Wand, das blöde Ding her. Ja. Ist doch gut, hast du um Hals gebunden, dann kannst du es nicht verlieren. Jetzt zeige ich dir eine gute Idee. Ja, das da kannst du mit den großen Platten ja nicht machen. Ja. Okay, mach's gut. Gut, alle Tüte, ciao. So. Und dann musste ich kurz mal in den Knast und dann war mein Rad weg, sagt er. Oh. Ich lieber aufschrauben, gerade machen. Nein. Carsten? Ja? Hast du schon bei Lidl einkaufen? Heute? Oder gehst du bei Lidl auch mal einkaufen? Manchmal. Die haben das ja ganz schön ausgebaut. Hier? Ja. Was ausgebaut? Lidl ausgebaut? Lidl ausgebaut. Was? Mal hinten weiter raus. Also mehr Bierpark, weißt du. Doppelt so hochgebaut, so weiß ich meine. Ausgebombt? Ausgebaut, nicht ausgebombt. Ausgebaut, ja, so. Und dann die Gänge breiter mehr aus war jetzt. Aber wie, das ist wie seit wann denn? Ist so nicht mehr Platz? Ist ach, noch der mehr? Meint hier wahrscheinlich die letzte Nummer noch. Wie lange warst du denn schon nicht mehr da? 14 Tage nicht mehr. Jetzt ach nee, ich meinte nicht jetzt. Bis ich war gestern, mal Berlin, weil sie also 3 Tage dazu waren, ein paar Tage. Die ach, haben die jetzt gerade umgebaut? Ja, oder? ja, vor, seit 2 Wochen oder das haben sie wieder auf. Aha. Da hinten mal da raus. Ich gehe ja nie einkaufen, außer im Winter. Alle ist das nicht? So, wir sind in der neuen Bude. Eine neue Lampe soll hier ran. Da die alte nicht mehr vorhanden. Weggebröselt und wohl nicht zum ersten Mal. So Dennis! Ja bitte! Jetzt geht's ans Eingemachte! Thomas! Guck mal, wie es leuchtet! Das ist ja nicht zu fassen. Ja, und das ist ein Reservelicht. Von der Reserveinfanterie. Infanterie. Infanterie. Ja,
Ja, dann gucken wir morgen. Ding, dann muss das ja richtig seine um Richtigkeit haben. Das nennt man heutzutage einen umgehenden Rückruf. Hat man manchmal auch nie besser. Ja, mit Umgang. Mit, sagt man, Umleitung. Ja, der Justus, also der bedient die Leute ja so. Oh nein, so ein Schwabe. Aber Schwaben sind ja ein mir sehr unangenehmes Völklein, muss ich sagen. Dem Geld zu sehr zugewandt. Ja, kann man wahrscheinlich auch nicht alle über ihn Kamm scheren. Doch, aber kann man. Das ist schon. Mir Schwabe, lerne Spade. Schwäbisch Hall, ja. Aber schon allein die Sprache ist so. Oh, da ist auch vernünftiges Hessisch, ist schon besser. Schon besser. Na. Da bin ich ja echt ein wenig froh, dass er sein Geld zu dem richtigen Mann getragen hat. Ja. Moin. Hey, hast du kurz Zeit? Ganz kurz habe ich Zeit. Ja, 2 Minuten. Soll ich runterkommen? Ja, komm mal runter. Ich bin ja im Livestream, ne? Wie bitte? Da bin ich ja im Livestream. Naja, im Moment ist das mit dem Livestream halt so eine Sache. Nee, alles gut. Ja, jetzt, also wir haben mehrere Infos. Und zwar würden wir das gerne nächste Woche Donnerstag machen, so um 14, 15 Uhr, würde das passen. Ja? Das kann ich vorher auch mal nicht sagen, weil das passt. Zeit nehmen kann ich mir dafür nicht. Also, das ja, immer ja, also wir können also jetzt halt einfach, also wir planen das eine Stunde ein, letztendlich dauert das aber irgendwie 10 Minuten. Wir können dann halt kurz warten, wenn da irgendwie Kunden kommen. Genau, dann würden wir hierher kommen. Ist der nächste Donnerstag da? Ja, ja? Okay, ja. Aber, ja genau, also bestenfalls mit dir, sonst ja. Auch gerne Platz. Und zwar geht es nur darum, wir haben eine Moderatorin, das ist ein ganz junges Team, wir sind 2 Kameramänner, einen Tonmann. Und dann fragen wir da halt Fragen, ja, warum macht ihr das, wie lange macht ihr das, habe ich ja schon erzählt. Ja, warum bringt euch das Spaß? Bestenfalls, wenn es möglich wäre, könnte man noch ein bisschen was von den Aufnahmen dann auch bekommen. Kriegt ihr das, speichert ihr das quasi irgendwo? So, wer speichert ja alles. Genau, okay, es wird also nur live gestreamt, aber man, es ist doch danach auch wieder online. Man kann es ja quasi dann auch runterladen. Genau. Okay, könnten wir dann auch Zugriff darauf haben, dass wir das auch so kurz einmal reinschneiden? Aber dann bräuchten wir noch so einen kleinen Vertrag, dass wir das dann auch wirklich benutzen können. Ja? Das ist klar? Das, und dann bräuchten wir, genau, kannst du mal einfach eine Quittung schreiben oder eine Rechnung von 100 Euro? Deswegen, je nachdem, was passt besser? Ich bin 100 Euro. Warum denn nicht? Also da kannst du mir ja beim nächsten Mal beim Fahrrad ein paar Rabatte Rabatt machen, aber 100 Euro ist auf jeden Fall easy. Wir machen das einfach. Okay? Wie ja? Ja. Wer schlägt denn Geld aus? Komm. Genau, also wissen wir, wer. Naja, also wer sich für Geld kochen lässt, der das nicht. Das ist ja nicht kaufen, das ist nur ein Anreiz, Nettigkeit, ich könnte auch nicht Anreiz, bieten, aber wir haben Anreiz. Halt Anreiz ist meine Familie. Back doch einen Kuchen. Ja, aber da kannst ja, du. Ja, genau, back einen Kuchen. Du hast doch Kinder, die können doch irgendwie. Nee, ich back leider nicht, sorry. Ja. Deine Tochter. Kochst du einen Kuchen? Kannst du deiner Tochter was Nettes kaufen davon? Ja, nee. Brauchen wir es. So einfach. Ja. Ich meine, wir könnten auch von den 100 Euro was kaufen, ihr dann geben. Das wäre natürlich auch wichtig. Falls der irgendwie Wunsch hat. Also, ich glaube, ich habe 4 Kinder, könnt ihr euch aussuchen. 4 Kinder? Ja. 4 Kinder, wer? Das ist doch eine Menge. ja, tut mir leid. Nee, also eine Quittung, lieber eine Quittung. Das wäre am praktischsten. Geht das? Kannst du dir da ausstellen? Ja, ich kann eine Quittung ausstellen, ja. Okay. Ja, gut. Ja, mehr gibt's. Hast du noch irgendwelche Fragen? Nö. Wie heißt du? Thomas. Ich bin Wilge. Hey, wer ist Thomas? Moin. Ich wohne ja direkt hier gegenüber, deswegen, falls sich irgendwas ändern sollte oder so, kann ich auf jeden Fall auch noch was sagen. Aber sonst, Donnerstag, zwischen 14 und 15 Uhr kommen wir vorbei. Ja, und was war das denn auch für ein. Also, es ist ein. Das ist ein YouTube-Channel, kannst du dir auch mal angucken. Der heißt Was? Das geht. Das ist, gehört zu Unity Media, das ist in Nordrhein-Westfalen. Also in der Mitte von Deutschland ist das so der Internetanbieter, so wie 1&1, sonst was. Und das ist so ein YouTube-Format, was einfach Themen rund ums Internet behandelt. Wir waren letztens bei Spotify, also wir machen Apps, wir haben was mit Shazam gemacht. Es geht einfach irgendwie um Internet, kann ganz, ganz weit weg sein, aber es muss einfach irgendwie um Internet gehen. Okay. Geht's ja hier. Und dann dachten wir, hier ist einfach lustig,
lustig, dass wir halt Livestream passt perfekt, das ist irgendwie skurril, das finden wir halt witzig, deswegen dreht sich diese Folge um Internettechnologien an Orten, an denen sie nicht erwartet werden. So heißt sie. Ja. In der Grevenstraße ist halt noch so ein Restaurant, da kann man mit Bitcoins bezahlen, also mit dieser digitalen Währung. Und dann gibt es noch so einen Pizzaladen bei der Wollnitzstraße, der streamt auch die Küche live. Ja. Und das sind halt die drei Elemente in dieser Folge. Okay. Und unsere Moderatorin, die ist 25, die ist jung und die wird dann einfach ein bisschen mit ihr quatschen. Wir werden hier so ein bisschen in den Laden filmen, wir werden natürlich das Schild filmen, was da vorne steht. Und bestenfalls dann einmal das Video unterladen, dann noch zwischendurch kurz mal sehen, wie wir dann hier auch stehen. Dann noch mal das wird wahrscheinlich nicht, weil wie gesagt, das ist gerade alles ein bisschen... Na, Dienstag komme ich ja wieder mit deinem Vater. Heißt ja, Mittwoch könnten wir ja eventuell hier vorbeikommen. Na ja. Warum denn? Was ist denn das Problem? Na, das war gerade ganz schlechtes Trinken. Mit einem ganz miserablen, ganz schlimmen Trinken. Deswegen, also das ist jetzt... Aber das ist ja eigentlich gerade lustig, dass das so urig ist hier. Na, im Moment... Das ist ja gerade cool. Im Moment ist ja nur die Kamera, die schneidet ja so alles mit. Ja. Und ja. Ist ja auch doch, ist ja auch real. Ja. Und da ist normalerweise die Streamkamera, bloß wie gesagt, im Moment ist gerade die Technik ein bisschen kaputt. Aber okay. Wir streamen jetzt Beta. Okay, aber es wird halt schon noch gestreamt, ne? Ja, natürlich, ja. Klar, jeden Tag. Das Schild ist da ja auch perfekt. Also nee, wir haben auf jeden Fall hier genug Material zu filmen. Das wird ja, auch ab da, ja, eine, das wird halt so vielleicht eineinhalb Minuten des Videos ausfüllen, das Interview ja. Und die sind hier drin und dann cool, ich freue mich, danke. Dann gehe ich jetzt zum Bitcoin-Laden. Mach das. Wenn es mehr Geld wird, sagst du Bescheid. Ja, ja, mache ich. Gut, klar. Was passiert denn da? Unity Media AG noch nicht. Was? Hm? Unity Media? Ich habe keine Ahnung. Wissen die, was die Rede würde? Ich bin vielleicht verblitzdingsbumst. Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe Leute immer so schlecht, wenn sie sagen, immer diese Märchen mit Ausdrücken benutzen. Ja, habe ich hab von dem, was sie gesagt hat, jetzt hier nichts verstanden. Von dem, ihrem. Das war nicht überhaupt diese. Shazam-App? Ja. Okay, habe ich noch verstanden. Ja, genau, was war denn das? Was meinte sie denn damit? Also nicht mit App, sondern mit. Also App. Die machen Apps, ja, okay. Aber also diese Erklärung, das hat gar nicht, das ging mir auch zu schnell, das war so runtergerasselt, so wie... Sie wollte sich ja 2 Minuten Zeit nehmen, hat die Zeit um 3 Minuten überschritten. Scheiße, also weil ich nachgefragt, hätte ich nichts gesagt. Jetzt hätte versucht, in 2 Minuten zu erklären. Aber wahrscheinlich ist sie auch schon gecuttet, also auch schon so oft getrimmt. In modernen Steno irgendwie sich geäußert, wa? In Codeschrift, ja. Also nicht wie früher mal Steno gelernt hat, sondern... Stopp. Neuzeit Steno. Neuzeit Stopp. Steno Stopp. Telegramm. Also wenn ihr auf so ein Band, so ein Schriftband. Ja, Blinkspruch. Ah ja. Oh mein Gott, nee. Donnerstag. Ja, ich bin mal gespannt. Wenn wir das bis Donnerstag hinkriegen, wäre natürlich cool. So, ein Dilemma. Ja, ich will es, aber ich komme an deins nicht ran, weil du so einen extremen Korb hast, ohne das hier rauszuholen. Da muss ich erstmal Platz schaffen. Papa, was ist das? Was ist was? Das. Da bin ich ausgelaufen, das ist mein Öl. Ich bin undicht untenrum. Der Ölwand ist defekt. Er leckt ein wenig. Ja. Ja. Ich wollte nach Hause. Also nachher zum Elternabend. Ach, Elternabend. Gebracht. Auf für so ein Ding. Ach, Scheiße, ey. Kann ich schon nicht mehr hören. Furchtbar. So, ich mache jetzt Feierabend. Ja, nächste Woche ab
Donnerstag nächste Woche hoffe ich, dass der Stream wieder läuft, vernünftig. Das sei jetzt nochmal gesagt. Und ansonsten, ja. Sehen wir uns morgen. Bis dann. Ciao.